Ich bin Thoralf Staudt, ich bin Journalist, schreibe über Rechtsextremismus, unter anderem über die autonomen Nationalisten in Dortmund. Dortmund und vor allem der Stadtteil Dorstfeld ist eine bundesweite Hochburg der autonomen Nationalisten. Das geht so weit, dass die Kader Dorstfeld selbst als national befreite Zone bezeichnen. Sie haben die Stadt als ihre Wir markiert mit Graffitis auf den Wänden oder mit Aufklebern an Laternenpfählen und dem Spruch Dortmund ist unsere Stadt. Das Beispiel Dorstfeld zeigt ganz deutlich, dass Rechtsextremismus nicht nur ein Problem Ostdeutschlands ist. Es ging in Dortmund-Dorstfeld Mitte der 2000er Jahre los. Es haben sich mehr und mehr AN-Kader dort angesiedelt. Es gab Übergriffe auf nicht rechte Jugendliche, auf Leute, die sich gegen Rechtsextremismus engagiert haben. Die Büros von Parteien, von SPD und Grünen zum Beispiel, wurden angegriffen, Scheiben eingeworfen. Irgendwann schafften es die autonomen Nationalisten, Ladenlokale an einer Hauptstraße anzumieten. Und sie haben das dann Nationales Zentrum genannt. Sie haben sich dort versammelt, sie haben dort Partys gefeiert. Das war der Ausgangspunkt für eine ganze Reihe von Aktivitäten. Die Öffentlichkeit und die Polizei, aber auch die Medien haben das Thema lange komplett ignoriert. Der Umschwung war im Jahr 2009, als es einen Angriff auf eine DGB-Mai-Demonstration gab mit zahlreichen Verletzten. Da wurde das Problem wirklich wahrgenommen und da hieß es dann auch, jetzt reicht's. Die Polizei hat mehr gemacht, die Stadt ist aktiv geworden, die Zivilgesellschaft ist aufmerksamer geworden, es gab breite Gegenaktionen. Und im Jahr 2012 ist dann der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen eingeschritten und hat den nationalen Widerstand Dortmund förmlich verboten. Das nationale Zentrum wurde geräumt. Die Kader, aber die Führungskader, die haben weitergemacht. Die sind in die Partei Die Rechte eingetreten. Sie haben dort eine neue Plattform gefunden mit zum Teil sogar noch besseren Strukturen als vorher. Daran sieht man, dass ein Verbot einer Organisation allein das Thema Rechtsextremismus überhaupt nicht lösen kann.